Thomas Kehl und Mona Linke. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Der entspannte Weg zum Vermögen. Wir alle träumen davon, eines Tages 1 Million auf unserem Kontoauszug zu sehen oder zumindest genug Geld zu haben, um unsere größten Träume zu verwirklichen. Aber warum sollten wir nur davon träumen? In diesen Kernaussagen zeigen wir Ihnen, wie Sie schon heute den Grundstein für Ihr zukünftiges Vermögen legen können. Diese Buchzusammenfassung basiert auf dem einzigen Buch, das Sie jemals über Finanzen lesen sollten. Und ja, der Titel mag vielversprechend klingen, aber Thomas Kehl und seine Co-Autorin Mona Linke haben allen Grund, selbstbewusst zu sein. Immerhin sind sie die kreativen Köpfe hinter Finanzfluss, dem erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanal zum Thema Geldanlage. In den kommenden Kapiteln nehmen wir sie mit auf eine Reise, die sie Schritt für Schritt in Richtung größerer finanzieller Sicherheit führen wird. Wir beginnen damit, den Fokus auf Sie zu richten. Wo stehen Sie derzeit finanziell? Welche Ziele verfolgen Sie? Und wie viel Geld benötigen Sie, um diese Ziele zu erreichen? Anschließend tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Aktien. Und Sie werden erfahren, wie Sie durch börsengehandelte Indexfonds, auch ETFs genannt, langfristig ein beeindruckendes Vermögen aufbauen können. Wir werden dabei auf Fragen eingehen, die besonders für Anfänger relevant sind. Fragen wie: Welche ETFs eignen sich für ein diversifiziertes Weltportfolio und wie eröffnen Sie überhaupt ein Wertpapierdepot? Darüber hinaus werden wir auch Themen wie Versicherungen und Steuern behandeln, wobei unser Fokus auf der Situation von Anlegern und Anlegerinnen in Deutschland liegt. Darüber hinaus werden Sie in dieser Buchzusammenfassung Folgendes herausfinden: Wie Sie mit einer einzigen Investition in Tausende von Unternehmen investieren können. Warum der Zinseszinseffekt beim Sparen Ihr bester Freund wird. Und warum Sie als Anleger keine Angst vor einem Börsencrash haben müssen. Begleiten Sie uns auf dieser Reise zu finanzieller Freiheit und lernen Sie, wie Sie entspannt ein Vermögen aufbauen können. Lassen Sie uns beginnen. Kernaussage 1: Die Grundlagen für finanziellen Erfolg. Haben Sie heute bereits Ihren Briefkasten gecheckt? Möglicherweise haben Sie zwischen Rechnungen und Werbepost auch Ihren Rentenbescheid gefunden. Für viele von uns ist dieser Brief keine erfreuliche Nachricht. Die Vorstellung, dass die gesetzliche Rente allein einen angenehmen Lebensabend ermöglicht, scheint immer weniger realistisch. Wenn Sie sich in dieser Situation wiederfinden, ist es höchste Zeit, Ihre finanzielle Zukunft sorgfältig zu planen. Ein solider Plan beginnt immer mit einem klaren Ziel vor Augen. Das bedeutet, dass Sie genau definieren sollten, welches finanzielle Ziel Sie anstreben. Denn nur wenn Sie wissen, wohin Sie möchten und wie viel Geld Sie dafür benötigen, können Sie aktiv mit dem Sparen beginnen. Stellen Sie sich Ihre Altersvorsorge nicht nur abstrakt vor. Geben Sie Ihrem Ziel Leben, indem Sie sich Fragen stellen wie: Wo und wie möchte ich im Alter leben? Mit wem und wann? Malen Sie sich Ihre Vorstellungen lebhaft aus und notieren Sie Ihr Ziel, damit Sie es stets vor Augen haben und sich bewusst darauf zubewegen können. Als nächster Schritt sollten Sie ermitteln, wie viel Geld Sie für Ihr Ziel benötigen und welche Schritte erforderlich sind, um dorthin zu gelangen. Angenommen, Sie möchten im Alter monatlich zusätzliche 800 Euro zur Verfügung haben. Mithilfe von Online-Tools wie dem Finanzielle Freiheit-Rechner auf der Website finanzfluss.de können Sie berechnen, wie viel Sie monatlich sparen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt haben Sie Ihr finanzielles Ziel und einen theoretischen Plan, um dorthin zu gelangen. Es fehlt jedoch noch eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Es wäre wenig hilfreich, wenn Sie keine Ersparnisse haben, aber monatlich 5.000 Euro zurücklegen müssen und nur 1.000 Euro verdienen. In diesem Fall müssen Sie Ihr Ziel realistischer gestalten. Jetzt ist es an der Zeit, die Zahlen zu überprüfen. Ihr finanzieller Kassensturz beginnt damit, Ihr Nettovermögen zu ermitteln. Das ist recht einfach. Sie erstellen eine Liste Ihrer Vermögenswerte auf der positiven Seite und Ihrer Schulden auf der negativen Seite. Vermögenswerte können beispielsweise ein Sparplan, ein vollständig abbezahltes Auto oder geerbte Immobilienanteile sein. Schulden können Studienkredite oder Ratenzahlungen für teure Anschaffungen wie Fernseher beinhalten. Nachdem Sie Ihr Nettovermögen berechnet haben, sollten Sie Ihre Einnahmen zusammenfassen. Dazu gehören Ihr Gehalt, Mieteinnahmen, Unterhaltszahlungen, Zinserträge oder Einkommen aus Nebenjobs. Anschließend betrachten Sie Ihre Ausgaben. Hierbei kann Ihnen ein klassisches Haushaltsbuch helfen, das heutzutage auch als praktische App verfügbar ist. Sie könnten beispielsweise Apps wie Bluecoins für Android oder Money Manager für Android und iPhone ausprobieren.
Es ist ratsam, Ihre Einnahmen und Ausgaben über etwa ein Jahr hinweg zu verfolgen, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wo Ihr Geld herkommt und wofür es ausgegeben wird. Möglicherweise erkennen Sie bereits wiederkehrende Ausgaben, die Sie zukünftig vermeiden möchten, wie impulsives Shopping oder kostspielige Wochenendausflüge. Gibt es Möglichkeiten zur Kostensenkung, wie die Kündigung eines Fitnessstudio-Abonnements, das Sie seit Monaten nicht mehr genutzt haben? Ihr Ziel sollte sein, mehr Geld zu verdienen als auszugeben und die Differenz zu sparen. Als Faustregel empfehlen Kehl und Linke, mindestens 10% Ihres Nettoeinkommens zu investieren. Ideal wäre es, wenn Sie 20 oder sogar 30% sparen könnten. Wenn Sie eine Gehaltserhöhung erhalten, sollten Sie sie am besten direkt auf Ihr Sparkonto einzahlen. In Bezug auf das Sparen empfiehlt sich das sogenannte Drei-Konten-Modell. Das erste Konto ist Ihr Girokonto, das Sie wahrscheinlich bereits besitzen. Hier geht Ihr Gehalt ein und Sie decken Ihre laufenden Ausgaben damit. Wenn Sie selbstständig sind, benötigen Sie möglicherweise zusätzlich ein Geschäftskonto. Das zweite Konto ist ein Tagesgeldkonto, auf dem Sie einen finanziellen Puffer für unvorhergesehene Ausgaben wie Autoreparaturen bereithalten. Wenn Sie mit dem Sparen beginnen, sollten Sie dieses Konto zuerst auffüllen, idealerweise mit einem Betrag, der 3 bis 4 Nettomonatsgehälter entspricht. Das dritte Konto, das Sie eröffnen sollten, ist ein Depot, das für langfristigen Vermögensaufbau gedacht ist, mindestens für einen Zeitraum von 15 Jahren. Warum so lange? Der Grund liegt im Zinseszinseffekt. Je länger Ihr Anlagehorizont ist, desto stärker profitieren Sie von diesem Effekt. Dieser Effekt wirkt nicht nur auf Dividenden, die Sie reinvestieren können, sondern auch auf Kursgewinne. Damit haben Sie die Grundlage für Ihren Vermögensaufbau gelegt. Doch welche Anlagen sind überhaupt empfehlenswert? Kernaussage 2: Kluge Geldanlagen und sinnvolle Versicherungen. Die Idee, Geld anzulegen, klingt verlockend, nicht wahr? Wir alle streben danach. Doch hier liegt ein kleines Problem. In Deutschland gibt es eine Fülle von Anlagemöglichkeiten, von der Riester-Rente über Bausparverträge bis hin zu Immobilien. Doch welche dieser Optionen sind wirklich lohnenswert und welche weniger? Beginnen wir mit dem Thema Lebensversicherung. Möglicherweise besitzen Sie bereits eine, und wenn diese noch aus der Zeit vor 2005 stammt, dann haben Sie Glück gehabt. Denn damals wurden noch 3,25% Zinsen gezahlt und die Auszahlung war steuerfrei. Solche Verträge sollten Sie unbedingt behalten. Doch heute noch eine Lebens- oder Rentenversicherung abzuschließen, ist in den meisten Fällen keine kluge Entscheidung. Das gilt auch für Riester- oder Rürup-Verträge. Diese Produkte sind oft teuer und erzielen nach Abzug von Kosten und Inflation entweder keine oder sogar negative Renditen. Ebenso wenig sinnvoll sind Bausparverträge und fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherungen. Sie sollten vor allem die Finger von Kombiprodukten lassen, die beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Lebensversicherung verknüpfen. Die Kündigung des einen Vertrags bedeutet in der Regel automatisch die Kündigung des anderen, und das könnte möglicherweise nicht in Ihrem Interesse sein. Diese Produkte sind oft durch hohe Kosten, niedrige Renditen und mangelnde Flexibilität gekennzeichnet. Wie sieht es mit Investitionen in Immobilien aus? Oder anders ausgedrückt, ist es sinnvoller, eine Immobilie zu kaufen oder zu mieten, wenn es um den Aufbau von Vermögen geht? Die Antwort lautet: Es hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur von Ihrer individuellen Situation, sondern auch von zahlreichen anderen Einflüssen, wie Instandhaltungskosten und der zukünftigen Entwicklung der Immobilienpreise. Ob der Kauf einer Immobilie eine gute Entscheidung ist, wird oft erst im Nachhinein klar. Am Ende ist es oft eine emotionale, eher als eine finanzielle Entscheidung. Lassen Sie uns abschließend über das Thema Versicherungen sprechen. Bei einigen Versicherungen haben Sie keine Wahl, da die Krankenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung und die Kfz-Haftpflichtversicherung in Deutschland Pflicht sind. Es ist auch sinnvoll, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen, genauso wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie sollten auch über eine Risikolebensversicherung, eine Hausratversicherung, eine Auslandsreisekrankenversicherung und eine Rechtsschutzversicherung nachdenken. Nicht unbedingt notwendig sind hingegen Handyversicherungen oder Reisegepäckversicherungen. Der Verlust Ihres Smartphones mag ärgerlich sein, aber er stellt in der Regel keine existenzielle Bedrohung dar. Grundsätzlich sollten Sie nur Versicherungen abschließen, die Sie im Schadensfall vor finanzieller Not bewahren. Falls Sie nun vor der Herausforderung der Wahl stehen, keine Sorge, lesen Sie einfach weiter.
Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, warum gerade ETFs, Exchange-Traded Funds, sich hervorragend für langfristigen Vermögensaufbau eignen. Kernaussage 3. Warum ETFs, Exchange-Traded Funds, eine lohnende Wahl sind. Wenn man den Autoren und zahlreichen Experten Glauben schenken darf, dann sind ETFs der Königsweg zum langfristigen Vermögensaufbau. ETF steht für Exchange Traded Fund. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie börsengehandelter Indexfonds. Aber was macht diese Fonds so besonders? Um das zu verstehen, sollten wir zuerst einen Unterschied klären. Was unterscheidet ETFs von Aktien, also von Unternehmensanteilen, die an der Börse gehandelt werden können? Das Problem bei Aktien liegt oft darin, dass ihre Kurse stark schwanken können. Es ähnelt ein wenig dem Glücksspiel. Man kann gewinnen oder verlieren, aber das Risiko ist immer hoch. Es gibt jedoch eine Lösung: Diversifikation, also die Verteilung des Investments. Anstatt in eine einzelne Aktie zu investieren, legt man das Geld in viele verschiedene Unternehmen auf der ganzen Welt an. Durch diese Diversifikation verringert sich das Gesamtrisiko, da die Kursschwankungen einzelner Aktien sich tendenziell ausgleichen. Genau das tun Fonds. Es gibt zwei Arten von Fonds, aktive und passive. Aktive Fonds haben einen Fondsmanager, der versucht, die besten Aktien zu finden. Passive Fonds hingegen bilden einfach einen Index nach, wie beispielsweise den DAX. Man nennt sie auch ETFs oder Indexfonds. Passive Fonds investieren oft in Tausende von Unternehmen in verschiedenen Ländern. Der MSCI World Index beispielsweise umfasst etwa 1600 Unternehmen in 23 Industrieländern. Neben der Diversifikation gibt es ein weiteres Schlüsselwort: Zeit. Wenn Sie genügend Zeit haben, kann Ihr ETF auch kurzfristige Schwankungen überstehen. Die Historie zeigt, dass Sie mindestens 15 Jahre investiert bleiben sollten, um mit Fonds Gewinne zu erzielen. Aber Geduld zahlt sich aus. Die Rendite, bestehend aus Kursgewinnen und Dividendenausschüttungen, lag in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt bei fast 7% pro Jahr. Sicher, es gab auch Jahre mit Verlusten. Aber wenn Sie sich die langfristige Entwicklung der Kurse ansehen, zeigt der Trend klar nach oben. Die Vorteile von ETFs auf einen Blick: Sie sind kostengünstig, flexibel, diversifiziert und als Sondervermögen im Insolvenzfall des Anbieters geschützt. Ursprünglich wurden ETFs für institutionelle Anleger entwickelt, aber mittlerweile kann sie auch jeder Privatanleger schon mit kleinen Beträgen nutzen. Und als zusätzlichen Vorteil sparen sie auch noch Steuern, wenn Sie die Strategie Kaufen und Halten verfolgen. Würden Sie ständig einzelne Aktien umschichten, würden bei jedem Verkauf Kapitalertragsteuern auf die Gewinne anfallen. Innerhalb eines ETFs werden jedoch Gewinne und Verluste verrechnet, und selbst beim Verkauf des ETFs sind 30% der Gewinne steuerfrei. Das macht sie besonders attraktiv für den langfristigen Vermögensaufbau. Wie Sie nun Ihren ETF-Sparplan einrichten können, erfahren Sie im nächsten Abschnitt. Kernaussage 4. Dein persönlicher ETF-Sparplan in 4 Schritten. Jetzt gehen wir in die Details. In den nächsten 4 Schritten lernen Sie, wie Sie Ihren eigenen ETF-Sparplan erstellen können. In dieser Kernaussage werde ich Ihnen die ersten beiden Schritte vorstellen. Schritt 1. Finden Sie die richtige Balance zwischen Sicherheit und Risiko. Nicht jeder fühlt sich wohl dabei, sein gesamtes Kapital in Aktien zu investieren. Das ist verständlich. Vielleicht haben Sie bereits einen Notgroschen zur Seite gelegt. Doch was passiert, wenn die Aktienmärkte ins Wanken geraten? Wenn allein der Gedanke daran Ihnen schlaflose Nächte bereitet, sollten Sie nur einen Teil Ihres Geldes in ETFs stecken und den Rest in Festgeld anlegen. Das Festgeld dient als Sicherheitsnetz, es birgt wenig Risiko, bringt aber auch wenig Rendite. Denken Sie daran, ein Sicherheitsnetz senkt Ihr Gesamtrisiko, aber es drosselt auch Ihre Gesamtrendite. Thomas Kehl beispielsweise investiert zu 100% in Aktien, da er jung ist und Zeit hat, mögliche Krisen an den Aktienmärkten auszusitzen. Wenn Sie Kinder haben oder mehr Wert auf Sicherheit legen, sollten Sie eventuell einen größeren Teil Ihres Geldes im Sicherheitsnetz behalten. Auch wenn Sie planen, einen Teil Ihres Geldes in naher Zukunft zu benötigen, sollten Sie diesen Betrag im Sicherheitsnetz halten. Schritt 2. Bauen Sie sich ein Weltportfolio auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Die einfachste wäre, in einen einzigen ETF zu investieren. Ein ETF auf den FTSE All World Index bietet sich an.
Dieser Index umfasst etwa 800-700 verschiedene Aktien aus Industrieländern und Schwellenländern wie China, Indien und Osteuropa. Sie können auch ein ähnliches Portfolio selbst zusammenstellen, indem Sie beispielsweise 70% in den MSCI World Index und 30% in den MSCI Emerging Markets Index investieren. Wenn Sie mehr europäische Aktien möchten, könnten Sie auch 50% in den MSCI World, 30% in den MSCI Emerging Markets und 20% in den Stoxx Europe 600 investieren. Aber der Weg geht weiter. Schritt 3 erwartet Sie. Schritt 3. Finden Sie die richtigen ETFs für Ihr Weltportfolio. Dieser Schritt kann etwas komplizierter sein, da es unzählige ETFs gibt, die denselben Index abbilden. Daher ist es ratsam, zunächst einen Index auszuwählen und dann auf Vergleichsportalen wie justetf.com nach ETF-Anbietern zu suchen, die in diesen Index investieren. Entscheiden Sie sich für einen ETF, der mindestens 100 Millionen Euro groß ist und seit mindestens 3 Jahren besteht. Die Gebühren und die Performance sind in der Regel ähnlich, da es sich um passive Indexprodukte handelt. Wenn Sie die Wahl zwischen physischen und synthetischen ETFs haben, bevorzugen Sie physische. Das war es schon. Speichern Sie das Factsheet des ausgewählten ETFs, da Sie die Wertpapierkennnummer für den nächsten Schritt benötigen werden, wenn Sie den ETF kaufen möchten. Hier ist ein kleiner Expertentipp. Widerstehen Sie der Versuchung, Ihre ETFs ständig auszutauschen, nur weil ein anderer ETF plötzlich günstiger ist oder mehr Aktien enthält. Im Allgemeinen ist es steuerlich und langfristig sinnvoller, Ihrem einmal ausgewählten ETF treu zu bleiben. Es gibt übrigens 2 Arten von ETFs, ausschüttende und thesaurierende. Bei ausschüttenden ETFs erhalten Sie regelmäßig, normalerweise quartalsweise, Dividenden. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie ein passives Einkommen aufbauen möchten. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden. Diese Option ist ideal, wenn Sie langfristig sparen möchten, da der Zinseszinseffekt zum Tragen kommt. Schritt 4. Eröffnen Sie ein Wertpapierdepot und richten Sie einen ETF-Sparplan ein. Die Auswahl eines geeigneten Depotanbieters kann über das Internet erfolgen, zum Beispiel auf der Website von Finanzfluss. Überprüfen Sie, in welchem Land der Anbieter sitzt und ob dies für Sie steuerliche Vorteile bringt. Wenn Sie beispielsweise in Deutschland leben, sollten Sie einen inländischen Anbieter in Betracht ziehen, um Ihre Steuererklärung zu vereinfachen. Der Anbieter sollte auch einen Sparplan für den von Ihnen gewählten ETF anbieten, am besten kostenlos. Sobald Sie den richtigen Anbieter gefunden haben, können Sie den Antrag auf Eröffnung eines Depots und gegebenenfalls eines Verrechnungskontos bequem von zu Hause aus stellen. Die Identifizierung erfolgt in der Regel per Video oder in einer Postfiliale. Sobald Sie alle Unterlagen erhalten haben, können Sie loslegen. Das Einrichten eines Sparplans online ist keine Hexerei. In der Regel müssen Sie nur angeben, in welchen ETF Sie investieren möchten, wie viel Geld Sie jeweils einzahlen möchten und wie häufig, beispielsweise 300 Euro monatlich, in den FTSE All World Index mit der entsprechenden Wertpapierkennnummer. Geben Sie außerdem das Referenzkonto an, von dem die monatliche Sparrate abgebucht wird. Wenn dies Ihr Verrechnungskonto ist, richten Sie einen Dauerauftrag von Ihrem Girokonto ein, um sicherzustellen, dass Ihr Verrechnungskonto ausreichend gedeckt ist. Einmal im Jahr sollten Sie einen 5. Schritt durchführen, das sogenannte Rebalancing. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihre ursprüngliche Balance zwischen Sicherheit und Rendite aus dem 1. Schritt wiederhergestellt wird. Wenn Sie beispielsweise in mehrere ETFs investieren und die Gewichtung sich deutlich verschoben hat, können Sie einzelne ETFs durch eine Einmalzahlung aufstocken oder Ihren Sparplan anpassen. Kernaussage 5. Tipps zu Steuern, risikoarmem Investieren und Nachhaltigkeit. Wir haben bereits die wichtigsten Schritte für Ihren ETF-Sparplan durchgesprochen, aber es gibt noch einige Tipps und Tricks, die wir Ihnen mit auf den Weg geben möchten. Beginnen wir mit dem Thema Steuern. In Deutschland sind derzeit 801 Euro Gewinn aus Kapitalanlagen pro Person im Jahr steuerfrei. Das bezieht sich auf Ausschüttungen aus ETFs, Gewinne aus dem Verkauf von ETFs oder mögliche Zinsen auf Festgeld. Um sicherzustellen, dass Ihnen keine Kapitalertragssteuern abgezogen werden, sollten Sie am besten bei Ihrer Depotbank einen Freistellungsbescheid beantragen. Eine Frage, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Anleger beschäftigt, betrifft das Verhalten im Falle eines Börsencrashs. Eines ist sicher. Der nächste Abschwung an den Aktienmärkten wird kommen, aber wir wissen nicht genau, wann und wie stark er sein wird.
Trotzdem müssen Sie keine Angst haben, auch wenn Ihr Portfolio jahrelang im Minus steht. Wenn Sie weltweit diversifiziert haben und einen Anlagehorizont von mindestens 15 Jahren haben, wird sich Ihr Portfolio im Laufe der Zeit wieder erholen. Rückblickend werden Sie froh sein, einige Ihrer ETFs zu günstigen Preisen gekauft zu haben. Wenn Sie jedoch nicht mehr ruhig schlafen können, sollten Sie Ihre Risikobereitschaft überdenken, indem Sie Ihren Festgeldanteil erhöhen. Alternativ können Sie auch einen Staatsanleihen-ETF erwerben, der in sichere deutsche, niederländische oder luxemburgische Staatsanleihen investiert. Auch wenn dies derzeit negative Renditen bringt, ist Ihr Geld dort risikoarm angelegt. Wenn Sie nachhaltige Investitionen bevorzugen, können Sie gezielt nach ETFs suchen, die die Bezeichnung ESG, Environmental, Social, Governance oder SRI, Socially Responsible Investment, im Namen tragen. Diese ETFs investieren in Unternehmen, die bestimmte ethische und soziale Standards einhalten. Unternehmen, die beispielsweise Umweltschäden verursachen, werden ausgeschlossen. Es gibt jedoch noch keine einheitlichen Standards. Daher definieren die meisten Anbieter ihre eigenen Kriterien für Nachhaltigkeit. Beachten Sie jedoch, dass diese ETFs möglicherweise viele Unternehmen ausschließen und daher weniger breit diversifiziert sind als der zugrunde liegende Index. Jetzt sind Sie gut vorbereitet, um Ihren Vermögensaufbau entspannt anzugehen. Zusammenfassung zum Buch von Thomas Kehl und Mona Linke. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Erinnern Sie sich noch an den Anfang? An die Frage, warum Sie all diese Schritte zum ETF-Sparplan gehen sollten. Genau, um Ihr finanzielles Ziel zu erreichen. Eine sichere Altersvorsorge ist nur eines von vielen möglichen Zielen, die Sie sich selbst vorstellen können. Sei es eine Finca in Spanien, wo Sie mit Ihrem Notebook auf der Veranda sitzen und von dort aus arbeiten. Für solche Ziele benötigen Sie Geld. Nicht unbedingt die sprichwörtliche Million, aber genug, um Ihre Träume zu verwirklichen. In dieser Hinsicht kann Geld durchaus glücklich machen. Es sichert unsere Existenz, macht uns unabhängig und trägt positiv zu unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden bei. Geld kann zwar keine Freundschaften kaufen, aber es kann unsere Beziehungen verbessern, indem es uns insgesamt entspannter und zufriedener macht. Allein aus diesem Grund lohnt es sich, mit dem Sparen zu beginnen. Der richtige Zeitpunkt, um zu investieren, ist genau jetzt. Denn je früher Sie mit dem Sparen beginnen, desto weniger Geld müssen Sie monatlich aufbringen. Der Zinseszinseffekt wird Ihnen enorm helfen, insbesondere wenn Sie in thesaurierende ETFs investieren. Auch zusätzliche Einmalzahlungen werden Ihnen helfen, Ihrem finanziellen Ziel schneller näher zu kommen. Viel Erfolg! Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!